Die Estremon allerdings lassen den nötigen Respekt für die Steine hier vermissen. Seine Worte lösen Erinnerungen in deinem Verstand. Du siehst das Bild eines perfekten Adlerwürfels. Es verblasst so schnell, wie es gekommen war. Ein Anführer von einem der Stämme könnte dir die Erlaubnis erteilen, die Stadt zu erkunden. Nur Anna im Pfad Bedwin ist heute in der Passage der Sechs zugegen und sie hat ihre eigenen Sorgen. Er deutet mit einem Kopf auf die Hütte in der Mitte des Bezirks. Hast du noch andere Fragen über Zwillingsulm? Von den Hütern der Steine habe ich noch nie gehört. Der älteste der sechs Stämme, er deutet mit seiner Schwertspitze auf eine lange Hütte hinter sich. Die Treppe hinauf und in die Passage der Sechs hinein, dort versammeln sich unsere Ammannvater. Bedwill, der Ammannvater des Kompass der Führung, kann euch mehr sagen. Und wer sind die Erbauer? Du kennst sie als die Engwitaner. Für uns sind sie die Erbauer, die Schaffer der heiligen Stätten, die wir bis heute bewachen. Ich werde mir deine Worte merken. Hatte deinen Besuch lieber kurz und ist zu Ohren gekommen, dass die Aufstände geendet haben und die Tore von Trutzbucht wieder offen stehen. Ja, das heißt, wir können die Trutzbucht wieder betreten. Wenn wir das This denn is where the wollen. famous hunters of Air Glanfoth dwell. Hier hausen die berühmten Jäger von Air Glanfath, fragt Sagani. Es ist geschehen, die Krieger sahen, wie der Fremde in Tir Evron einbrach. Wie konnten die Estramor-Eindringlinge sich über den Boden von Ulmkap schleichen? Ich versichere dir, sie haben den Mann in Tir Evron einbrechen sehen. Ein Orleaner, der in die Gefälle gehüllt ist, scheint ins Gespräch vertieft zu sein. Er verschränkt die Hände ineinander, um das Gesagte zu unterstreichen. Ich spreche die Wahrheit, er besaß seltsame Kräfte, sagen sie. Eine Elfe hebt ihre Augen von ihrem pelzigen Begleiter und nickt in deine Richtung. Noch ein Fremder. Sah er so aus, der Orleaner dreht sich um. What brings you here? Was ist es, Tramor? Erzähl mir von dem Mann, von dem du sprichst. Ein seltsamer Mann, ein Fremder, brach in Tir Evron ein, den Turm unter den riesigen Ulmen. Esramon dürfte nicht über den Boden von Ulmkap wandeln. Warum durfte er passieren? Er blieb unentdeckt. Er besitzt eine seltsame Macht, wie wir jetzt wissen. Was ist Tir Evron? Tir Evron steht seit der Zeit der Erbauer und er wird noch lange nach uns stehen. Ja, der Turm steht stabil und die Götter leben in seinen heiligen Mauern. Er ist kein Ort für unreine Seelen oder Fremde. Du sagtest, die Götter würden in Tir Evron leben? Wie ist das möglich? Die Geheimnisse unserer Ahnen sind nicht für Fremde bestimmt. In Zwillingsulm mit dem Tempel der Erbauer halten die Götter mit uns Zwiesprache. Bin selber mit zufrieden, diese Wahrheit zu kennen. Dann auf Wiedersehen. Also, wir haben hier die Passage der Sechs, Markt von Hirtlied, ein paar Glafantanerhäuser. Da geht's nach Altlied, da geht's nach Ulmenkap, Glafantane und himmlisches Bäumchen. Also, wir ziehen erstmal hier unten unsere Kreise. Hier sind Jäger, jede Menge mit ihren Begleitern. Oh, Dürwurz. Welches Level haben wir jetzt eigentlich? 10 gerade mal. Die Varias ist sogar immer noch 9. Ja, Ede und Alof sind unterwegs. Eineinhalb Tage noch, da ist der botanische Garten fertig. Da sind die Ringmauern dran. Die geben uns zusammen noch mal wenigstens 8 Schutz. Das ist unser Schutz verdammt hoch. Und ja, dann haben wir noch die Sachen, die ein bisschen Kinkerlitz bringen. Also ja, die Kapelle bringt noch ordentlich was an Prestige. Aber die anderen Sachen, gut, Handwerkshalle bringt einen Prestige, einen Schutz. Wenn wir wahrscheinlich die als erstes bauen und dann die Kapelle.
Okay. Jäger. Sorgsames Nachdenken kann wahrlich vieles lösen. Mhm. Also die beiden haben mir schon mal erzählt, dass Taos, Nadam und Elfin Winterwolf, Stammesangehörige. Worte sind sehr, wenn sie nicht durch Kraft unterstützt werden. Hm. Kinder gibt es auch hier. Warum trägst du so komische Kleidung? Weil Hivarias ein Druid ist. Hier könnten wir noch klauen. Hier sind noch mehr Jäger. Die Märchenhäfen haben die Geduld der Reißzähne überspannt. Hm. Nein, sie werden nicht aus die... Nein, sie werden sie nicht aus dem Rümgran Tempel werfen. Das Wasser ist kühl und frisch. Merla, die glamantanische Hexe hat mir nutzlose Zweige und Kräuter verkauft. Hält sie mich für einen Narren, dass ich... Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich wurde betrogen und Alari... Oh. Sie wird zahlen, diese Hexe. Sie wird... Der valianische Kaufmann tobt vor Zorn. Er läuft in kleinen Kreisen auf und ab und richtet seine wilde Wutrede an dich, als du dich näherst. Hey, du da, du bist hier, um mit dem wilden Handel zu treiben? Lerne aus meinen Fehlern und tu es nicht. Jeder seiner Sätze wird von Speichel unterstrichen. Lügner, Betrüger, Schwindler. Diese hinterhältige Hure Alari, sie behauptet, sie würde mit Elad-Gola-Blüten... Würde mir Elad-Gola-Blüten verkaufen, aber ich habe nichts als 6 Bündel einfache Hauspflanzen. Die Kräuter sind nutzlos. Er wirft eine Handvoll getrocknete Pflanzen zu Boden und tritt auf die brüchigen Blätter. Und Strünke, ein starker Duft strömt empor. Ich kriege mein Geld schon von dieser betrügerischen Wilden wieder. Was ist Elad-Gola? Renatos Zorn lässt kurz nach und sein Gesicht verzieht sich zu einem nervösen Lächeln. Elad-Gola ist eine Pflanze, die in den Dschungeln von Erglanfahrt wächst. Er räuspert sich und spricht leiser. Sie wird getrocknet und gegessen oder als Tee getrunken und sie kann den Antrieb für die angenehmeren Freuden des Lebens stärken. Du hast die Arznei an dir selbst ausprobiert? Nun, ich, Renato, vertritt verlegen auf der Stelle, seine Hände glätten die Falten in seinem Wams. Wie kann ich eine Arznei verkaufen, die ich nicht probiert habe? Natürlich habe ich das Kraut probiert. Mal stell sich vor, was geschehen wäre, wenn ich diese schlechte Immunisation verkauft hätte. Renato räuspert sich und seine Stimme wird leiser. Das Kraut hatte nicht die gewünschte Wirkung. Hart wurde dadurch nur eins, mein Stuhlgang. Was hat Alari gesagt, dass du sie zur Rede gestellt hast? Nichts Wesentliches, murmelt er schnell. Sie hat sich natürlich verteidigt, hat behauptet, die Kräuter wären echt. Warum sollte sie auch nicht lügen? Niemand wird meinen Worten gegen das ihre glauben. Er spuckt auf den Boden. Alari kann ungestraft lügen, wenn sie von ihrer Bande von wilden Schlägern umgeben ist. Was willst du dagegen tun? Wenn ich die in die Finger, Renato hält inne, seine Augen huschen zu den glamantanischen Wachen in der Nähe. Wir sind im Revier der Wilden, also wird mein Wort gegen ihres stehen. Welche Chance habe ich da? Ich wäre töricht, sie hier zu bedrohen auf Stammesboden. Also es reißt sich die Schläfe. Ich kann dieses wertlose Kraut nicht verkaufen, um mein Geld zurückzugewinnen. Und ich kann nichts gegen Alari tun. Vielleicht aber, er blickt dich prüfend an. Wenn du vermitteln könntest, hättest du vielleicht Erfolg, wo ich gescheitert bin. Ich würde dich natürlich großzügig für deine Mühen belohnen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Harte Verhandlungen. Ich bin in Herdlieb einem zornigen valianischen Kaufmann namens Renato begegnet. Wie es scheint, hat er für viel Geld Elad-Golad gekauft, eine Pflanze mit aphrodisierender Wirkung, die tief in den Dschungel von der Glamfat gesammelt wird. Allerdings ist er überzeugt, dass Alari, die glamfantaische Kräuterhändlerin, ihm wertlose Ware verkauft hat. Renato hat vor, sein Geld zurückzuholen mit allen Mitteln. Renato hat mir berichtet, dass ihm Alari, eine Händlerin auf dem Markt von Herdlieb, Elad-Golad von schlechter Qualität verkauft hat. Ich sollte mit dieser Glamfantanerin sprechen und sie überzeugen, dem Valianer sein Kupfer zurückzugeben. Mhm. Ah, und hier ist ein Oger. Willst du hoch? Ich ziehe. Mhm. Hier sind noch mehr Stammesangehörige. Hier könnten wir
nicht rein, weil wir nicht den passenden Schlüssel haben. Ich will mich allerdings hier unten noch fertig umgucken. Also hier würden wir natürlich nicht durchkommen. Der Wachmann versperrt dir mit einem Speer den Weg. Halt, Estramor. Der Zutritt zum Rest der Stadt ist verboten, wenn keine Erlaubnis eines der armen Vater vorliegt. Auf unbefugtes Betreten steht den Zwillings um der Burg, der Tod. Wie erhalte ich die Erlaubnis eines armen Vater? Er deutet widerwillig auf eine lange Hütte in der Mitte des Bezirks. In der Passage der Sechs findest du immer einen der armen Vater. Vielleicht hört Anamenfat bettwillig an, wenn sie deine barbarische Sprache ertragen kann. Ja, Stegi und Bogenschützen. Und schöne Ruinen. Die können wir wohl nur von oben begutachten. Also gehen wir jetzt mal ins Rasthaus. Da sind ziemliche Bäumchen. Estramo, willkommen. Benimm dich, sei fröhlich. Okay. Dürrwälder. Die Glanfantaner verstehen keinen guten, gemeinten Spaß und es ist gefährlich, sie zu beleidigen. Ich darf nicht zu schnell trinken. Die Wachen werden unangenehm, wenn die Gäste zu betrunken und laut werden. Noch mehr Dürrwälder und Jäger. Ich finde es großartig, wie die valianischen Frauen sich immer bücken, wenn sie mit einem Orleaner sprechen. Man kann die Auslage schön auf Augenhöhe betrachten. Hm. Eine Taverne in einem Baum. Das scheint doch geradezu danach, dass jemand betrunken zu Tode stürzt. Mhm. Dürrwälder. Noch mehr Valianer. Die Stämme sind zu feindselig gegenüber Außenseiter. Dabei hat der Handel mit uns ihr Leben deutlich verbessert. Hast du einen Augenblick Zeit? Ich würde gern mit dir sprechen. Good day, Stranger. Zinwef. Eine schlanke Frau in staubiger Lederkleidung versiert dich mit ihren Augen. Schien jemand aus zivilisierten Landen hier zu sehen. Ihr ungetämmtes Haar steht in wenigen schwarzen Büscheln von ihrem Kopf ab. Trotz der feinen Züge ihres Gesichts lässt ein gespaltenes Kinn sie knabenhaft aussehen. Ich erfahre am eigenen Leib die vielen Unzulänglichkeiten der glavantanischen Gastfreundschaft. Sie legt ihre mit Handschuhen bekleidete Hände auf den Knauf eines langen Panzerbrechers, der tief an ihrer Hüfte hängt. Die Feindseligkeit gegenüber Fremden kann ich fast verzeihen, aber die stillen Tavernen und die mit Wasser verdünnten Getränke sind unverzeihlich. Ich hoffe, ich wirke nicht zu forsch, aber ich muss meinem Freund helfen und du siehst aus, als wärst du wie geschafft dafür. Ein verschlagenes Lächeln lässt Grübchen auf ihrem Wangen erscheinen. Womit ich sagen will, du bist kein Glafantane und damit noch am ehesten so etwas wie ein Verbündeter in diesem paranoiden Land. Sie blickt dich an der Seite kokett an und Verbündete helfen einander doch, oder nicht? Wer bist du? Die Frau klopft sich den Staub von den Beinen und macht einen übertriebenen Knicks. Wo sind nur meine höfischen Manieren? Sie lächelt. Künstlich. Ich bin Zinwef, freut mich. Sie hebt die Augenbraue und errötet, aber im Moment bin ich nur eine Estramor, die sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmert. Wie kann ich dir helfen? Meine Freunde haben unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Zinwef legt sich um sicherzugehen, dass niemand mithört. Glafantanische Speer, keine örtlichen Eiferer, sondern die Reißzähne, sie hält inne und dem Namen Gewicht zu verleihen. Die Reißzähne sind ein brutaler, glanloser Haufen. Sie statuieren gerne Exempel an neugierigen Fremden. Und warum ich deine Hilfe brauche? Ihr Lächeln wird noch breiter. Nun, jemand muss die Expedition warnen, dass Gefahr droht. Und jemand muss bereit für einen Kampf sein, wenn es dazu kommen sollte.
Sie schlägt mit der Hand auf den Knauf ihres Panzerbrechers. Mit etwas Glück finden wir meine Freunde vor den Reißzähnen. Wenn nicht, dann könnte es zu einem Blutvergießen kommen, denn die Reißzähne haben einen Ruf zu wahren.